Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Prince of Persia The Forgotten Sands, wo wir in den königlichen Gemächern eingedrungen sind und ein Upgrade zur Verfügung haben. Jetzt ist die Frage, worauf verteilen wir das Upgrade? Längere Zurücksprünge oder tatsächlich mal auf sowas wie einen Wirbelsturm? Erschafft einen Windstoß, der eure Feinde zurückstürzt. Bei Aktivierung wird die Energie eines Slots benutzt. Erschafft eine Welle aus Eis, die den Feinden Weg Schaden zufügt. Nehmen wir einfach mal das. Dann gäbe es den Eissturm Stufe 2. Damit können wir das also benutzen. Okay. Und das kostet jetzt auch gerade nur so ein bisschen Energie da oben. Ah, okay, verstehe. Das Aktivieren kostet uns schon Energie. Wenn ich es richtig sehe, ist das wohl der einzigste Weg. Obwohl, nee, da gibt es auch noch irgendwas. Das heißt, wir springen einfach mal hier oben ran und erstmal auf die Seite, dann zurück und dann auf die andere Seite. Ah, okay, und dann geht da was auf und wir gehen da schnell rein. Hoffentlich schaffen wir das. Okay, ist nicht zeitlich gebunden, das ist schon mal gut. Und wir haben schon bald wieder ein Level Up. Schön, schön. Sehr schön. So. Ein bisschen gucken. Gut, wir müssen also hier so. Dann so. Nein. Gut. Boah, das hier ist schon ein bisschen komplizierter. Wir müssen also vorm müssen wir frieren. Wir müssen im Flug aufhören und dahinter wieder gefrieren. Nicht schlecht. Nicht schon wieder. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Warum schon wieder? So. Natürlich hier auch wieder. Warum auch nicht? Schloss kaputt machen und überall die Wasserleitung beschädigen. Aber zum Glück fließt das Wasser auch nicht weiter runter. So, das hört da so optisch gesehen ziemlich nah an der Kante schon auf. Ah, wir brauchen ja gar nichts. Okay, hier können wir mal nicht so ranspringen. Zurück, zurück, zurück. Einmal rüberlaufen, gut. Ah, okay, so. Na, danke schön. Och nö, nicht schon wieder das Spielchen. Und auch so viele davon. Na gut, ging doch ganz gut ohne Probleme. Oder größere Probleme. Genau, den erstmal eliminieren. Jetzt haben wir den hier schön extrahiert aus der Masse. Ich würde mal das hier ganz gerne ausprobieren. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Eis, was nämlich nach vorne noch schleudert. Hey, das ist gar nicht mal verkehrt. Zumindest wenn wir nie wissen, dass wir jetzt demnächst nicht zurückspulen können und große Massen, vor allem von diesen ich mache euch ein paar mehr Freunde, Leuten. Von denen hier. Zumindest wenn wir davon mehr haben. Für einen ist es jetzt eher uninteressant. Aber gegen Massen, also gegen zwei, drei von denen plus eine Masse von denen hier, ist das gar nicht mal so verkehrt. Der Eissturm. Hätte uns wahrscheinlich auch schon früher ein bisschen das Leben erleichtert. Aber nun ja, was soll's. Wir haben es erst jetzt und ab jetzt an machen wir uns das halt ab und an mal zum Nutzen, wenn ich dran denke, es zu benutzen. Auch schön hier die Gegend. Wir müssen da oben ran. Das heißt für uns. Gut, nochmal das Ganze heißt das für uns. Jetzt habe ich mich fast eingefroren. Okay, und nochmal darüber und weiter hoch. Gar nicht so leicht. Beziehungsweise, was heißt gar nicht so leicht? Es geht eigentlich. Schwierigsten Stellen, finde ich, sind die, wo wir durch Eis durchhüpfen müssen. Und dann weiter. Hä, wo müssen wir denn jetzt hin? Da nirgendwo. Falsche Seite. Da müssen wir erst dort ran. Gut, das heißt, wir springen noch wieder ein bisschen weiter. Jump and run. Okay, das war jetzt doch etwas sehr einfach. Schade, dass er sich hier nicht automatisch immer gleich noch weiter schwingt. Jetzt immer erst warte, bis das da aufgeht. So, Tür kannst du wieder zufallen schon.
Bevor du wirklich offen bist, kannst du schon wieder zufallen. Du hast Spaß dran, uns zu ärgern. Kann das sein? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Diese Stelle hier. Die wirkt genau wie die letzte Stelle, die wir hatten mit dem. Okay. Hier müssen wir also nach oben. Und dann da lang weiter. Okay, verstehe. Auch wenn das ein bisschen wirkt von aus der Ecke, wo wir gerade herkamen, aber irgendwie sieht hier eh alles gleich aus in diesem Schloss. Das war wieder mal sehr knapp. Sprich doch mal deutlich, man versteht dich nicht. Hin? Malik, er will das Medaillon. Der Thronsaal ist dort entlang. Ich muss zuerst Malik erreichen. Ja gut, gehen wir mal ganz gemütlich dahin, würde ich sagen. Gibt ja jetzt keine Zeitleiste, die uns sagt, so und so schnell müssen wir da sein. Von daher nehmen wir ruhig alles weiterhin mit. Also nicht wörtlich nehmen jetzt bitte. Aua. Ja, ich sagte ja, wir nehmen alles mit. Ging nochmal tatsächlich besser, als ich dachte. So, da sehe ich schon die nächsten Freunde, aber vorher würde ich ganz gerne mal hier so die Vasen schon mal kaputt machen. Und, na kommt schon. Hierfür lohnt es sich gerade nicht wirklich, das Eis zu benutzen. Und wir haben ein Upgrade. Jetzt ist die Frage, was graden wir diesem Mal ab? So, und noch zwei. Wahrscheinlich wartet da oben gleich noch irgendwas anderes auf uns. Na, hörst du hier wohl? Gut, die waren einfach. Und mal gucken, was uns jetzt hier oben erwartet. Außer ein wild drehendes Wasserrad, was wir wahrscheinlich stoppen können, wenn wir das Wasser anhalten. Vermute ich auf jeden Fall. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal hier ran. Nee, blöder Zeitpunkt. Genau wie ich es mir dachte. Das Ganze nochmal zurück, weil ich würde ganz gerne da oben dran hängen bleiben und einfach nicht hüpfen, sondern hier einfach hoch. Genau. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Das ist das Astrolabium. Malik erwähnt es in einem Brief. Es soll anhand der Sternenbewegung die Zukunft vorhersagen. Mhm. Das Observatorium bzw. Horoskop. Die Armee hat es wohl nicht angekündigt. Da hoch sollen wir also, okay. Nichts leichter als das, würde ich sagen. Aber vorher verteilen wir mal das Upgrade. Jetzt ist die Frage, Sturm nächste Stufe? Ja, ich glaube, wir nehmen erstmal das hier. Dann können wir nämlich als nächstes das da haben und was auch doppelte Gesundheit. Auch nicht verkehrt. Sprich, die Gesundheitsleiste wahrscheinlich mal 2 genommen. Einfach nur. So. Wollen wir von hier aus da ran? Tatsache. Das hätte ich jetzt wiederum nicht gedacht. Das sah etwas sehr, sehr, sehr weit aus. Okay, jetzt bringen wir das Ganze einfach mal zum Stillstand hier. Puh. Ob das fällt jetzt nicht alles auseinander. Und ein manuelles Drehgerät. Oder auch Hebel genannt. Jetzt bringt mich Malik wegen Verrat und Vandalismus um. Naja. Ich tue einfach so, als war ich es nicht. Nein, war ich nicht. War sicher die Sandarmee. Okay, das hat jetzt irgendwie nicht wirklich weitergeholfen, glaube ich. Was hier, wenn wir es weiterdrehen, kommt das Ding dahin. Gut, das hilft auf jeden Fall schon mal weiter. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Genau. Und jetzt kommen wir auf diese Astro-Teil hier. Und von da aus kommen wir daran. Dann kommen wir dahin. Okay, und dann geht's weiter nach oben. So, ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Und dann da landen. Die Frage ist, wohin jetzt? Ah. Nicht die Frage, wohin, sondern wie, eher gesagt.
Das Wohin heißt eigentlich fast immer nach oben. Okay. Jetzt weiter darüber. Und da haben wir den nächsten goldenen Hebel, der uns garantiert wieder das Teil weiter dreht, so dass wir hier weiter hochkommen können. Oder es bringt uns wieder einen neuen Hebel oder Schalter oder wie auch immer man das Teil zum Drehen nennen will. Okay, da oben kommt auf jeden Fall in der Mitte so ein Schalterteil. Da kommt das Neue. Okay. Sehr durchschaubar, dieses Spiel. Aber es macht trotzdem einfach riesen Spaß, hier dran rumzudrehen. Beziehungsweise das Drehen jetzt nicht unbedingt, aber hier dran rumzuspielen in diesem Spiel. So, da lang weiter kommt es da. Genau da brauchen wir eine Plattform. Ich hoffe, da gibt es noch einen weiten Weg weiter dann. Die Frage ist jetzt, wohin? Ich will jetzt dann nicht einfach blind ins Verderben springen. Jetzt haben wir zwar die Plattform hier, aber bringt uns gar nichts. Okay, drehen wir das Teil nochmal weiter. Ob sich dann noch irgendwie was Neues ergibt. Aber so hat es gerade keinen wirklichen Sinn gemacht. Okay, jetzt haben wir das dastehend. Und geht auch nicht weiter, okay. Jetzt haben wir es da. Drehen wir mal noch einen weiter. Jetzt haben wir da so eine kleine Plattform. Komisch. Mal wieder. Jetzt haben wir die auf der Seite. Aha. Bringt uns das irgendwas? Weil da drüben sieht es aus, als würde man dann darauf springen können. Okay, gehen wir erstmal wieder zurück und gucken mal, ob wir jetzt von hier aus irgendwo hinkommen. Vielleicht hier drüben? Nee. Nee, nicht wirklich. Das bringt alles nicht wirklich weiter gerade. Aber na gut, ich würde sagen, wir gucken mal in der nächsten Aufnahme weiter, wie wir dieses drehen müssen, damit wir jetzt darüber kommen können. Also bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss, euer Kailan. Ciao.